Wir starten heute mal in der Base hier oben, fahren rechts rum, werden uns jetzt mal die eine oder andere Position anschauen. Ganz, ganz wichtig, bevor wir wirklich effektiv starten. Positionen, die ich jetzt zeige, sind relevant fürs CW, also für den Clan War, aber auch natürlich fürs Random. Wir fangen erstmal ganz blöd und einfach an mit der Position hier hinten rechts. Das ist eine coole. Und diese Kuhle könnt ihr praktisch sehr, sehr gut benutzen, wenn Gegner über diese Gasse hier praktisch hochfahren, ranpushen. Mit dem STB kann man sich sehr schön hinstellen. Mit dem Objekt 140 kann man zum Beispiel diesen Busch hier schön nutzen. Und diesen Busch, man stellt sich hier hin und sniped komplett alles raus, was hier vorfährt. Wo jetzt gerade praktisch steht, hier ist, da kommen die Gegner angefahren, da vorne ficken sie rum. Da können wir diese Position benutzen und... Jetzt gerade, wo hier um Mark steht zum Beispiel. Dort ist eine sehr schöne Position, um Gegner direkt anfangs hier E2 ja, abzuschießen und B und vor allen Dingen zu B schießen. Hier vorne, genau. Gut, fahren wir ein bisschen weiter. Ist erstmal wichtig. Die zweite Position ist hier oben B1. Die Position B1 ist insofern interessant, wenn ihr in Random sagt, okay, ich möchte die Seite nur halten, möchte aber jetzt nicht weiter vorfahren, ist die Position hier oben sehr, sehr schön. Ihr habt einen gewissen Halldown. Was heißt Halldown? Ihr seid ja erstmal relativ weit sicher. Ihr könnt nicht beschossen werden oder zumindest guckt nur euer Turm raus. Das ist ja bei den meisten Fahrzeugen extrem stark gepanzert. Also hier den Baum zum Beispiel umschmeißen. Bitte nicht die Bäume jetzt gerade umkippen, das möchte ich einmal zeigen. So, hier haben wir die Bäume. Gehen wir einmal rein. Einmal. So. Und schon haben wir uns zusätzlich zu dem Busch hier vorne noch einen weiteren, naja, kleinen Busch gebastelt so. Wir können jetzt hier oben drauf stehen, das spotten. Wenn wir noch ein bisschen weiter rüber rechts fahren, steht hier noch ein Baum. Den kann man auch umkippen und zusätzlich noch so ein bisschen, ja, eine Möglichkeit machen in den Busch. Ich würde ihn noch ein bisschen anders kippen, sodass der Baum hier in diesem Busch liegt. Den kann man auch noch kippen. Dann hat man eine ganz große Fläche, in der man sich schön aufhalten kann. Das heißt hier, man spottet natürlich hier vorne erstmal die Kante, man spottet hier oben den Bereich, aber auch natürlich eine gewisse Weise nach rechts. Sollte es mal irgendwann zu einem Push kommen, ganz, ganz wichtig, bleibt bitte nicht stehen, okay? Zieht einfach richtig schön durch, wenn euer FK sagt, euer Feldkommandant, zieht hier richtig durch, gebt Gas, pusht die Seite, bleibt schön nah an der roten Linie, zieht einfach hier rechts durch. Hier vorne kommen wieder Häuser, da seid ihr geschützt. Wir ziehen uns erstmal zum Punkt C3, C4. Man sieht ja erstmal oder denkt, okay, das ist ziemlich gespiegelt hier und hier. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied. Und einer der Hauptunterschiede ist zum Beispiel, ihr habt erstmal einen Turm hier in der Mitte. Ja, auch ein optischer Unterschied zum einen. Praktisch ist aber auch so, dieser Turm inklusive dieses kleine Häuschen hier, wo ich jetzt gerade hingeschossen habe, bringt euch erstmal Schutz. Ja, es bietet euch Deckung vor den Gegnern, die zum Beispiel hier vorne stehen. Ja, wo jetzt gerade JT ist, der kann sie natürlich nicht beschießen. Wir können ihn aber auch nicht beschießen. Da ist praktisch, wir stehen hier, können einerseits links in die Mitte schießen. Das heißt, dieser Bereich hier, E7, E8, können wir teilweise mit beschießen. Wenn ein Light kommt, wenn ein Medium da piekt oder, gibt viele Möglichkeiten. Hier unten gibt es natürlich auch nochmal das eine oder andere Haus. Diese Häuser hier unten sind gut, wenn ihr euch zurückfallen lassen sollt. Euer FK oder ihr seht, okay, die Seite wird gepusht, ich lasse mich zurückfallen, benutzt dann hier dieses Haus zum Beispiel von rechts, also hier zum Beispiel stehen, weil wenn ihr nämlich hier steht und der Gegner hat die Kirche, das ist dieses große Haus hier auf F5, dann könnt ihr von dort aus beschossen werden. Ganz wichtig, denke ich auch, nice to know, stellt euch dann hier rüber, wenn ihr Position BC habt hier, B1, BC1 und A3, könnt ihr hier sehr souverän stehen. Wir fahren ein Stückchen weiter und werden uns erstmal die Stadt hier auf E1 anschauen. Eine typische Spotroute ist zum Beispiel auch, wenn man hier hochfährt, diesen Bereich, dass ihr das anschaut, oben drauf fährt, man bekommt meistens Spots. Spots sollte sich aber nicht ganz so offen langziehen, wie ich das jetzt hier gemacht habe, sondern sollte viel mehr praktisch hier hochgehen und dann, bevor das aufhört, hier runtergehen, dass man gar nicht, ja, die Möglichkeit bekommt, zum Beispiel von hier oben, wo jetzt JT steht, beschossen zu werden. Denn dieser Panzer hat immer eine sehr gute, ja, Winkel und sehr guten Schusswinkel zu uns, wenn wir hier fahren. Wir werden nochmal uns kurz hier oben rechts in die Hüttenhäuser reinstellen.
und stellen dann fest, wenn wir jetzt Gegner haben, Jetty, stell die vielleicht nochmal gerne dorthin, können wir die hier oben beschießen. Wichtig ist aber dabei, dieser ganze Cross hier, dieser ganze Weg kann von hier oben auf der F3-Position beschossen werden. Sollten wir es dennoch geschafft haben, hier vorne reinzufahren, können wir hier schön beschießen, können wir aber auch die Position hier unten schön beschießen. Wichtig dabei, sollten wir aufgehen, ist meistens der Fokus grundlegend auf diesen Positionen. Genauso geht das natürlich aber auch andersrum. Das heißt, stehen wir hier, können wir hier oben in diesem Bereich reinwirken und reinschießen. Wir fahren ein Stückchen weiter und stellen fest, oh, hier haben wir ja auch so eine Kuhle. Diese Kuhle unterscheidet sich aber so ein bisschen von der hier hinten. Die ist nämlich etwas sicherer im Bereich Haldorn stehen, Haldorn spielen. Man hat weniger Büsche hier, das heißt, man ist eingeschränkter in seiner Bewegungsfreiheit. Man hat einerseits hier ein paar Büsche, muss aber bedenken, wenn ich hier aufgehe, kann ich komplett von hier oben beschossen werden und kann ich auch von Panzern, die hier stehen, komplett beschossen werden. Ich bin komplett offen, ihr seht es ja hier. Jetzt machen wir erstmal hier vorne den Bereich, das heißt, hier oben auf der Position G3, G4. Möchte ich euch ein, zwei Büsche zeigen. Also Punkt 1, soll zum Beispiel die rechte Seite verloren sein, könnt ihr euch hier in so einen Busch zum Beispiel auch reinstellen. Ihr seht, ich spotte praktisch bis hier vorne hin alles. Und wenn hier was aufgeht, können meine Teamkameraden von hier oben, hier hinten im Wald oder natürlich aber auch von dort oben schön drauf schießen. Also diese Büsche gerne mal im Auge behalten. Sonst empfiehlt sich noch zum Beispiel auch mal so ein Busch. Wichtig dabei aber, ihr solltet die rechte Seite kontrollieren. Wenn ihr diese Seite nicht kontrolliert, ist er eigentlich zu riskant. Geht ihr auf, könnt ihr von allen Seiten hier, von vorne und von rechts beschossen werden. Also wenn ich auf der K-Linie anfahre, steht der Scout am meisten 100% stand im Busch, ja? Was also heißt, wenn du die K-Linie, also da werden wir jetzt gleich noch drauf eingehen. Morovanka ist eine Karte mit unglaublich vielen Büschen. Vor allen Dingen auch diese Linie hier, ja? Die kann man auch sehr gut als Scout-Busch benutzen. Erst nochmal, wie spotte ich, also angenommen, wir starten jetzt unten bei der Karte, jetzt wo wir gerade sind, und würden gerne... ja, ein Fahrzeug spotten, was vielleicht hier irgendwo steht. Gehen wir in so einen Busch rein. Spotten, wichtig dabei, seht ihr jetzt auch hier, fahrt nicht zu weit. Ihr seid auf einmal komplett offen. Ja? Bleibt hier hinter diesem Busch stehen. Ihr seht auch durch. Passt perfekt und müsst da kein Risiko eingehen. So, wir fahren mal hinten rein auf K2, K3, K4. Und wir stellen... Die anderen sollten aus dem Cap rausfahren, die campen gerade. Die anderen. Ja gut, die werden schon aus dem Cap rausfahren, bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Hier hinten die Positionen sind klar, unglaublich viele Büsche. Wir sind zum Beispiel jetzt hier, wo Beiland ist, kann man sich sehr, sehr schön auch mal Haldorn stellen. Man kann den Busch hier benutzen praktisch, um effektiv durch den nach oben zu snipen. Ja, das heißt hierhin, diesen Bereich, dorthin, dorthin, mit einem SCB zum Beispiel sehr, sehr gut. Und sonst stellt man sich einfach so weit hinten oder so weit nach hinten, wie es geht, wo man natürlich noch Büsche hat, das heißt hier. Oder natürlich aber auch am besten einfach mal ganz frech hinten in der roten Ecke. Sollte unser Team verlieren, müssen wir natürlich versuchen, das meiste noch rauszuholen oder vielleicht sogar auch mal das Game zu drehen. Dann werden wir uns in diesem Bereich hier hinten aufhalten können und nach oben schießen. Die rechte Seite der Karte hier ist eigentlich kaum bis gar nicht bespielt. Warum? Zum einen haben wir hier vorne die Position, die wir ja, bespielen können oder anspielen können. Da ist zum Beispiel hier dieser Busch. Ja. Der gibt uns Vision und Sicht über diesen Bereich teilweise. Natürlich ist es immer problematisch, wenn der ein oder andere Baum im Weg steht. Aber wir können von Positionen hier vorne auch die linke Seite spotten, wenn hier ein Fahrzeug kommt. Wir machen jetzt nochmal kurz einen Seitenwechsel, bevor wir weitergehen, Richtung K7-Linie und gucken uns mal die ganzen Büsche an. Was es für viele taktische Möglichkeiten gibt, sieht man ja alleine schon hier. Wir nehmen an, wir starten hier in diesem Cap, dann können wir einen Scout in diesem Cap hier verstecken, der spottet uns die ganze Zeit hier. Der wird nicht gespottet, wenn Leute hier lang pushen, der wird auch nicht gespottet, wenn Leute hier lang pushen. Der wird nur gespottet, wenn Leute ins Cap reinfahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es Positionen. Wie hier vorne rechts und hier vorne mit dem Baum. Natürlich, wenn hier ein umgekippter Baum liegt, ist es immer ziemlich klar. Aber wenn ich hier stehe mit meinem Light erstmal, kann ich Positionen wie hier und hier spotten. Sollte dort der Gegner kommen. Jetzt erstmal, wie gesagt, die Clan-War denke. Ich kann mich aber natürlich auch in Positionen wie hier reinstellen. So. Muss man natürlich erstmal austesten, aber generell, zum Beispiel mit dem LTTB, seht ihr, wie geil es ist. Ich bin eigentlich komplett hidden. Rechts von mir fahrt bitte, genau, Beiland, fahr mal bitte zur roten Linie.
So, er macht mich nicht Proxy auf. Wenn er jetzt aber bei der roten Linie wäre dort hinten, würde ich ihn hundertprozentig spotten. Er mich aber nicht. Ich könnte gleichzeitig diesen Bereich hier vorne aufmachen. Könnte aber auch hier vor mir durch Lücken hier vorne spotten. Das ist ganz, ganz wichtig. Dreh mir einmal die Position um. Und Marc, fahr doch mal bitte hier hoch auf Position G3. Wichtig hierbei, ganz, ganz viele machen den Fehler. Sie bekommen oder möchten hier angreifen. Und dann geht es einfach, wupp, dreimal R, Abfahrt. Dann heißt es hier, oh, stopp. Oh, jetzt bin ich zu weit vorne, jetzt bin ich offen und jetzt bin ich tot. Ganz, ganz wichtig hierbei, orientiert euch an den Hügelkuppen links und rechts. Ja. Ihr müsst maximal, wenn ihr Spots habt, müsst ihr maximal ja nur so weit vorfahren. Und Marc, jetzt kannst du mal sagen, wie viel du von mir siehst. Nur einen Turm. Nur den Turm. Und ich sehe praktisch deinen kompletten Panzer. Also ich sehe genauso viel, wenn ich hier Haldorn stehe. Schaut euch gerne auch das Haldorn-Video an. Wie stehe und wann stehe ich Haldorn? Dazu einfach Infobox abchecken. Verlinke ich euch auch. Als wenn ich hier vorne stehe. Und jetzt kannst du nochmal sagen, was du siehst. Alles. Genau. Also das ist einfach wichtig, dass ihr das ein bisschen beachtet. Dass ihr immer ein bisschen Deckung um euch herum habt. Ja, fahr ein bisschen weiter. Hier vorne zu dieser Position. Diese Position ist für den Anfang des Gefechtes immer auch mal gut. Man kann sich schön mit einem Autoloader mal hinstellen, hierhin. Und zum Beispiel Panzer, die hier oben campen oder von einem Light gespottet werden, abschießen. Das heißt, hier habe ich die komplette Schusslinie in den Bereich. Ein Light, Medium, der zu hoch piekt, kann auch abgeschossen werden. Wichtig dabei, ihr bekommt den Auftrag von eurem FK-Feldkommandanten, die Seite zu halten. Hier vorne stehen drei Panzer. Stellt euch einfach mit eurem Medium sehr, sehr schön hier hinten rein. Wenn ihr hier hinten drin steht, könnt ihr bei Beinanfahr bitte einmal nach hier vorne in diesen Bereich rein? Genau, seht ihr praktisch schon, wir können ihn die ganze Zeit abschießen. Wir haben so viele Bäume, Büsche und alles um uns herum, dass wir einfach dauerhaft Schaden machen können und er nichts gegen uns tun kann, weil er uns einfach nicht aufbekommt. Könnt ihr euch gerne mal selbst die Position unten anschauen. Wichtig dabei, rote Linie, Kontakt zum Wasser und hier steht Haldorn. Es gibt auch noch die Position hier vorne. Die wird meistens als Bait oder ja als Köderposition benutzt. Das heißt es ja vielmehr, ihr könnt dort stehen, auch spotten. Schießt ihr natürlich, solltet ihr euch zurückziehen, weil dennoch Panzer hier oben links stehen können, ganz unten rechts können Panzer stehen und ihr einfach dadurch in einem unglaublichen Crossfire seid. Diese ganzen Positionen hier, ja, würde ich erstmal außen vor lassen. Es geht ja erstmal primär um das hier. Hier spielen meistens Mediums, Heavies etc. gegeneinander mit einem guten Turm, guter Gun Depression. Wichtig dabei, ihr solltet den unteren Bereich vermeiden. Also das heißt, wenn ihr hier unten drin steht, habt ihr ein großes Problem. Ihr seid ziemlich locked, also ihr seid werdet abgeaimt, also Leute zielen auf euch. Ihr könnt kaum euch bewegen, vorwärts fahren oder sonst was. Eher schwierig. Bleibt im oberen Bereich hier in diesem und tradet dort. Das heißt, ich pieke rüber, fahre rüber, gebe ihm einen Schuss, fahre wieder zurück. Arbeitet mit eurer ja, Gun Depression dort. Ein weiterer Punkt, wir haben jetzt hinten schon gezeigt, man kann hier, hier und hier stehen. Die Gegner stehen meistens in diesem Bereich hinten. Das heißt hier, wenn wir auf die Karte gucken, immer ganz, ganz wichtig. Dort stehen meistens die Gegner und haben super souveräne Schüsse auf uns, sollten wir vorfahren. Das Einzige, wenn wir dort safe sind, sind wir hier. Wenn praktisch hier, wo Alpenbock und Mark gerade sind, noch weitere Panzer stehen, können wir uns einfach hinstellen und die hier Haldorn oder mit einer größeren Gruppe einfach abfahren, ohne dass Leute von hier uns beschießen können. Wir sind dort komplett safe. Wichtig dabei, fahren wir zu weit hoch, können sie uns wieder beschießen. Das heißt, 10 bis 20 Meter entscheiden hier über Leben und Tod dementsprechend. Wir gucken uns jetzt erstmal die Position hier hinten an. Zum Beispiel eben gerade hier stand ein Panzer drin. Was passiert, wenn man hier wieder aufgeht? Immer auch ein bisschen Risiko, man muss unglaublich weit zurückfahren, bis man überhaupt wieder in Sicherheit kommt, bis man Deckung hat. Man kann aber auch hier drin stehen, in dieser Position, sollte man hier aufgehen, also ich stehe praktisch jetzt hier, dann bin ich innerhalb von, naja gut, 1,5 Sekunden safe, stehe ich hier vorne im Busch, brauche ich schon mindestens 5 Sekunden. Und wie ihr selber wisst, der ein oder andere Snapshot oder der ein oder andere größere Jagdpanzerschuss ist dadurch schon easy reingegangen. Hier unten ist es wichtig, wenn wir die Position auch so benutzen wollen, dass wir versuchen, alle Bäume zu fällen und uns hier hinstellen. Dann können wir auch schön unspotted abschießen. Die Leute, ihr habt natürlich nicht so einen weiten Weg wie auf der anderen Seite. Deswegen, ihr seid früher gespottet, solltet ihr diese Position benutzen. Rechts oben ist es so, wir können mit Panzern stehen, falls hier ein Push kommen sollte. Wenig HP, die können dort sehr, sehr gut wirken. Aber auch Panzer, um einen generellen Def zu stellen. Das heißt, wir können uns hier oben hinstellen, können uns hier hinstellen.
Diese Buschreihen kann man leider eher schwierig nur benutzen zum Spotten. Dort würde ich dann auch Positionen empfehlen, wie zum Beispiel, Moment, man kann natürlich einerseits halt hier stehen, das ist hier in so einem Busch drin. Diese Position ist auch wieder weit genug von der Proxy-Position entfernt, muss unbedingt eine gute Crew und dementsprechend einen Leitpanzer haben. Wenn man sich jetzt mit einer ES-7 hier reinstellt oder am EN-100, wird es nicht ganz so funktionieren. Das ist ganz wichtig dabei. Und zum Beispiel jetzt noch für den Verteidiger, also wenn ich sage, ich drücke die komplette Seite hier, diesen Bereich, kann ich den einen oder anderen Spotter auch im Cap stehen lassen. Ja? Der spottet mir alles hier vorne. Kann mich natürlich auch ein bisschen weiter zurückziehen. Das heißt, ich stelle mich einfach ganz frei hier vorne rein mit meinem Leitpanzer. Hier hin. Und kann den ganzen Cap spotten. Zum Beispiel jetzt hier, wo Yuki steht, sind immer noch 100 Meter. Und er ist schon lange im Cap drin. Wenn er denkt, er ist safe, er piekt links oder rechts raus, wird er gespottet. Ich kann immer sagen, pass auf, der und der steht in dem Busch. So kann man auch versuchen zu spotten auf der Karte. Wir werden hier uns jetzt den Bereich der 7er Linie mal angucken. Hier rüber gehen. Und das alles hier weiter abarbeiten, weil die Mitte ist für den einen oder anderen echt noch ein großes Fragezeichen. Man war noch nie da, man kannte sie nicht, man kannte keine Winkel. Ganz, ganz wichtig erstmal zum Anfang, es gibt verschiedene Häuser, das ist zum Beispiel eins davon. Und so ein Haus kann Leben retten. Wenn ihr zum Beispiel als Scout seid, Marc sieht jetzt, oh fuck, das sind drei Scouts, die pushen mich, kommen auf mich zu, fährt er hier zu mir in meine Richtung und stellt sich direkt safe hinter dieses Haus als Beispiel. Dann kann er von uns hinten, PDs, was weiß ich, auch immer, unterstützt und supportet werden. Also die müssen ja erstmal rumkommen und dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass unsere Teammitglieder den Gegner leid treffen. Ja, diese Position hier kann man auch nutzen, um zum Beispiel hier in diese Gasse reinzusnipen. Das ist einmal praktisch hier der Fall. Hier in diesem Bereich. Wenn man aber noch weiter fährt auf die andere Seite, ist es noch schöner, weil dann sieht man bis praktisch hinten auf die F1-Linie komplett durch. Das heißt hier. Schaut mal gerne. Sonst könnt ihr natürlich auch hier einfach mal drinstehen in so einem Busch. Als Medium, Heavy, was weiß ich. Um bis hier hinten eine Rotation zu spotten. Um generell Fahrzeuge aufzuklären, die wegfahren. Also vielmehr ja das hier. Die Position, wo Warlord jetzt drin steht, nutzt man eigentlich praktisch fast nie. Außer man hat hier die Möglichkeit, nochmal schön, weil hier wenige Häuser sind, oben auf die Position G bis H und F3 zu schießen. Wichtig dabei wieder, geht man auf in das Haus ziehen, sich nicht raus drängeln lassen oder auch sich nicht rauslocken lassen. Einfach wirklich warten, bis man spottet ist. Man kann kleine sozusagen Tests vornehmen. Das heißt, ich pieke mal kurz raus. Das war schon ziemlich weit, wieder rein. Also das heißt so und wieder zurück. Der Gegner hat vielleicht eine geringe Reaktionszeit, ist noch nicht dort eingeaimt, aber ich fahre raus, fahre rein und dann kommt mein Sixth Sense sozusagen. Ja. Wenn ihr über sowas auch nochmal so kleine Tipps und Tricks im Video haben wollt, gerne in die Videobeschreibung und bewertet das Video. Zurück zum Thema, die Kirche hier. F5-Position, ganz, ganz entscheidend und wichtig. Die Häuser können wir halt schön nutzen, um vor Fahrzeugen und Panzern oben sicher zu sein. Hier zum Beispiel, man kann sich dann nach rechts rüberziehen. Aber die Kirche ist ein ganz wichtiges Medium. Wenn man die richtig einsetzt, kann man viel, viel drehen. Hier zum Beispiel die Buschreihe hier vorne nimmt man, um diesen ganzen Cross zu spotten. Ja, ich sehe jetzt jeden Panzer, der hier an mir vorbeifahren möchte, mit einem sehr, sehr guten Light, gut ausgebaut, gute Crew, sehe ich wahrscheinlich sogar Panzer, die auf F1 drüber fahren und durchfahren. Das heißt, kein Panzer kann mehr links oder rechts crossen, ohne dass ich ihn spotte. Also das funktioniert nicht. Genauso könnt ihr auch taktisch hier vorne ranfahren, könnt ein bisschen sidescrapen auf die Position hier oben hin. Müsst euch aber immer, immer, immer überlegen und bedenken, von welchen Seiten kann ich überhaupt beschossen werden. Wenn ich von beiden Seiten, das heißt von hier vorne und die Gegner haben diese Seite beschossen werden kann, fahrt auf keinen Fall hin, weil ihr seid, wenn ihr spottet seid, sofort tot. Hier gibt es noch eine weitere Position, etwas weiter aggressiver. Einmal den Busch hier und mit Warlord hat jetzt auch gerade den Baum umgekippt. Könnt ihr natürlich noch einmal hier reinstellen, klar, aber rechts ist auch die Möglichkeit. Sonst habt ihr hier beispielsweise noch Dünen. Sollte euer Team alle diese Bereiche haben und nur Gegner sind hier, dort und dort, könnt ihr von außen diese Bereiche mit anspielen. Könnt ihr schön hochpieken, Haldern spielen, spotten, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz entscheidend immer. Gibt es sonst noch Fragen oder Ergänzungen zu der Karte? Hier jetzt drüben hätte ich noch eine Ergänzung. Gerne, fahren wir hin, gucken uns an. Hat hier rechts die Position, wenn du zwei Scouts hast, schickst du einen meistens aggressiv und der andere kann sich hier hinstellen.
Ist noch relativ safe von rechts, weil meistens sind die gar nicht so schnell, kann den EBR schnell abformen und zieht sich sofort wieder weg. Genau, also man kann einfach praktisch einen Schuss machen. Man kann sich auch mit zwei Lights hinstellen. Der Light, Gegner Light kommt jetzt hier vorbei, wie Alpenbock. Wir stehen hier und zack, drücken ihm einfach ein, ganz locker. Ziehen uns wieder zurück, sind dann wieder sicher und er kann uns nicht beschießen mit seinem T-100. Genau, also ihr seht, ganz, ganz facettenreiche Karte. Ich werde jetzt noch die beiden Positionen hier vorne erklären. Man wird immer noch die eine oder andere Position, ja, vielleicht sogar übersehen, vergessen haben. Die wichtigsten seht ihr aber schon mal in diesem Video. Hier vorne ist es so, wir können bis hier vorne rüberschießen. Der ein oder andere 50B TVP ist schon hier vorne reingefahren, hat dann Panzer abgefahren, die den Fehler gemacht haben, hier lang fahren und nicht ganz sicher hinten lang fahren, weil hier ist einfach die Kuhle. Die Fahrzeuge können wir nicht beschießen, egal wie sehr wir es wollen. Ist es aber so, dass wir aufgehen, können die Gegner natürlich aber auch zurückschießen. Habe ich euch vorhin gezeigt, hier vorne in der Position. Genauso sieht es auch andersrum aus oder auch in der Mitte. Hier zum Beispiel habe ich schon öfters auch mal erlebt, ein TVP, ein STB in die Mitte gefahren, bringt dann den Spot hier vorne bei langsamen Heavys und die sind natürlich sehr, sehr dankbar ja, für ein schönes Heatclip oder auch für viele 5,4 Sekunden Reload-Shots mit dem STB-1. Gibt es weitere Ergänzungen oder noch was ihr wissen wollt? Ergänzung nur hier oben beim Turm, die Senke drinne. Okay, warte, fahren wir mal hin, gucken uns das an. Okay, ja, die Senke bringt uns, am Anfang kann man vielleicht hier hinfahren, ja, ist aber sehr, sehr riskant. Punkt 1, wir haben Probleme von links hier. Ihr seht hier, wir sind komplett offen von der Position hier. Dann des Weiteren, wenn es Arti gibt, sind wir meistens sehr, sehr stark im Fokus. Generell später kann man schon mal hier oben lang fahren, mit dem Light natürlich sowieso. Beim Heavy eher schwierig. Also die Position dort oben empfehle ich keinem, sondern eher defensiv hinter diesem Turm, um in verschiedene Richtungen zu wirken und zu schießen. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Kartenkunde. Schaut gerne noch ein bisschen weiter auf dem Kanal rum. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.